Willkommen zurück. Zu Florenz und ein paar kleinen Ländern, die einfach nicht meine Vasallen werden wollen. Mann, ärgerliche. Na, wird hoffentlich in Bibel übersetzt. Ah, oh, wir kriegen verbesserte Meinung mit einigen. Okay. Ja, das nehme ich doch mal. Gerne. Schönes Event. Machiavelli veröffentlicht ein Meisterwerk. Der große Sohn der Stadt Florenz hat ein Buch mit dem Titel Der Fürst veröffentlicht. Das Buch, das nicht nur erbliche Fürsten, sondern auch die Möglichkeit neuer Fürsten diskutiert, bietet einen reichen Fundus regierungspolitisch relevanten Wissens. In ihm wird dargestellt, wie Macht erhalten und eroberte Gebiete erfolgreich beherrscht werden können. Das Ziel rechtfertigt die Mittel. Dies beantwortet alle unsere Fragen. 10 Traditionen, 1 Stabilität und 10 Prestige. Nice. Schönes Event. Sollte man öfter haben. Na, ihr seid immer noch ein bisschen entfernt, ha? Ich könnte allerdings Venedig rivalisieren. Das wäre doch gut für euch. Ihr habt Venedig rivalisiert. Ha. Wenn ihr Venedig rivalisiert, Ungarn, Savoyen und das Osmanische Reich. Gegen die ihr gerade verliert. Tja, soll passieren. Und du wirst rivalisiert von einigen. Das verbündet mit England, die haben mich aber rivalisiert, also sehe ich gerade nichts, was eigentlich dagegen sprechen sollte. Venedig. Es ist ja nicht so, dass ich das Bündnis gebrochen habe, ne? Nein. Quatsch. 50 Admin-Punkte oder 10 Prestige? Ich nehme die Prestige, weil mit mehr. Die Admin-Punkte, weil mit mehr Prestige tickt die aggressive Expansion schneller runter. Was ich echt recht gut gebrauchen kann. Kann ich, wenn ich mir vielleicht irgendwann noch Parma nehme. Ihr ja nicht mein Vasall werden wollt, müsst ihr wohl so sterben. Ganz einfach. So funktioniert das halt. Ihr wollt euch nicht friedvoll unterwerfen, ihr müsst sterben. Tja. Das Desaster ist bei 66%. Da bin ich immer noch einiges vor der Zeit. Das gehört den Klerus, das gehört den Bürgern. Ich könnte ihnen das wegnehmen. Ah, da war die Loyalität bei 19,4. Wow. Das ist schlecht. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich es, wenn ich es denen dann wiedergebe, ob die dann wieder über. Über 25 muss das, glaube ich, sein. Sind, damit man diese negativen Modifikatoren nicht hat. Ne, 30. Na, das könnte schwer werden. Das könnte schwer werden. Wir sind jetzt ja gerade mal bei 30 ungefähr. Ja, genau, warte. 30,1. Gut. Das ist blöd. Das mit den Monopolen läuft auch bald aus. Das sind sie eh wieder. Negativ. Das gehört den 17, 25. Warte, was habe ich denn gegeben? Das hier. Hatte ich denen gegeben? Kann ich dem hinzufügen? Mache ich das mal.
die Netzbasis. Ja. Also ein Jahr könnte ich gerade noch so warten, aber. Ich glaube, ich nehme den dann das hier weg. Ja, warte. Na, ich habe dem beides gegeben. Stimmt ja. Ich glaube, ich nehme den dann Provence weg. Auch wenn sie dann nicht mehr loyal sind. Vermutlich für eine ganze Zeit lang. Ich glaube, das ist dann doch besser. Weil sonst, die werden ja eh nicht mehr loyal sein. Und wenn sie schon nicht sind, dann will ich hier am wenigsten negative Einflüsse von denen haben. Das wäre schon echt blöd. Oh, behalte ich den? Ja, ich behalte den. Na, noch nicht wirklich viel näher. Gar nicht mal so weit entfernt. Wenn das Vertrauen wieder da wäre, ne? Dann würdet ihr es fast machen. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr diplomatisches Ansehen hätte. Im Moment habe ich zwei. Wurde entdeckt? Nee, wurde nicht. Österreich hat Württemberg den Krieg erklärt. Württemberg den Krieg erklärt. Das reimt sich ja fast. Ah, die würden Bündnis annehmen. Okay. Gerne. Und kurz nach würdet ihr es vermutlich wieder brechen, ne? So wie ich euch kenne. Wir haben einen Anspruch auf die. Und ich denke, ich nehme euch das jetzt weg. Keine Rebellion, das ist doch schön. Ihr wollt 20%. Ihr könnt einfach euer Land ein bisschen entwickeln, ne? Ich habe ja genug Militärpunkte. Entwickeln wir das hier mal ein bisschen. Adel, Adel. Adel, Klerus. Das hier, 72. 67. Machen wir das mal so. Sollte eigentlich reichen. Ich habe es jetzt viermal entwickelt, das müsste. Ja. Das passt. Haben genug Territorium, sind halt nur nicht mehr loyal. Bald ist auch das mit den Monopolen weg, aber naja. Das passiert halt. So, Parma. Es war schön, dich gekannt zu haben. Hm, eigentlich nicht. Ich hatte dich nicht so gut gekannt, aber du warst ein toller Nachbar. Muss man dir sagen. Bla bla bla. Kaputt. Oh, die Osmanen. Stimmt, die sind immer noch im Krieg. Oh. Tja, armes Venedig. Hast mein tiefstes Beileid. Wirklich. Tust mir von ganzem Herzen leid. Auf jeden Fall. Na, bist du ein bisschen näher? Na, nicht ganz. Vielleicht, wenn ich das einnehme, habe ich noch ein bisschen mehr Grundsteuer im Vergleich zu dir. Aber ich weiß nicht, wie viel Entwicklung ist das hier? 16. Ja. Und die sind bei 42%. Korsika eigentlich nur die eine Provinz. Ja. Hm. Tja. Na. Oh, Modena. Schön, dass du auch hier bist, ha? Dich brauche ich. Dich brauche ich. Du wärst sogar näher dran als die. Ha.
versuche ich es bei euch. Ich weiß nicht, was klüger ist. Ja, die verbessern die Beziehung zum Kirchenstaat. Na, die mögen mich vermutlich eh nicht, wenn ich das hier einnehme, deshalb. Was soll's? Was soll's? Oh, jetzt hat wenig mich rivalisiert. Gut. Das ist schön für dich, Venedig. Echt super. Wir sind stolz auf dich. Und Koalition? Ja. Nö, nicht wirklich. Lothringen, ne? Nettes Baden. Wo ist Lothringen? Ach da. Die kümmert das. Gut. Warum auch nicht? Na, Stabilität verlieren. Oh, Komet, des Teufels Freund und Verwandter. Wenn wir doch nur einen Kometen hätten. Ach, das Ende ist nah. Schön optimistisch. Ach ja. Unbenimmung, Versorgungslimit. Das ist blöd. Oh, vielleicht ist gleich Lothringen sogar draußen aus der Koalition. Wäre ja auch nicht verkehrt, ne? Wurde entdeckt. Ne? Gut. Müsste jetzt eigentlich draußen sein. Noch ein Tick. Unruhen. Hier. Weil es von denen kontrolliert wird. Hebe das ein bisschen an. Haben ja eigentlich genug Geld, können das verkraften. Ja, Lothringen wäre nicht dabei. Gib mir dein Geld. Und tschüss, Parma. War schön mit dir. Das Fortpaket weg. Auch wenn es vielleicht besser gewesen wäre als das hier. Verdammt. Naja, was soll's. Weil das hätte den ganzen Rat hier gehabt, aber das hier den. Also auch nicht verkehrt eigentlich. Ah, warum kann ich das noch nicht erhöhen? Dun, dun, dun. Oh, weil es bei 89 liegt. Na gut. Dann halt einfach mal die Truppen. Ich muss mal kurz weg. So, da bin ich auch wieder. Der Adel verliert Einfluss. Das ist doch ganz okay. Bisschen weniger Modifikatoren, naja. Ah, die sind jetzt nur bei 53. Ach stimmt, das eine hat jetzt abgenommen, ne? Cool. Kann ich denen ja fast wieder was geben. Auf
Wenn das nicht für 30% reichen wird, ne? Na. Wie wär's hiermit? Auch nur 24,4. Nehme ich erstmal das hier. Handelsstreuung. Ich gebe ihnen Provence. Sind sie wieder bei 70, ey. Das nächste Mal geht's im nächsten Jahr runter. Dann kann ich ihnen ja glatt noch was geben, ne? 22 Entwicklung. Also viel Entwicklung hier alles. Ach, das reicht. Ach, die wollen nur 20. Ja, stimmt, das hier war 30. Ich dachte, hier wollen noch 30% Land. Aha, na dann ist ja. Dann ist ja in Ordnung, ne? Na, die aggressive Expansion. Bei denen so ein bisschen sehr blöd. Bei, oh, Österreich ist auch. Oh, Österreich macht Böhmen fertig. Ja, gut. Blöd für dich, Böhmen, ha? Huh? Oh, Frankreich ist dabei. Und Böhm. Ist das ein. Au. Die. Ob das noch so lange hält? Ja. Das ist ein Verteidigungskrieg, aber. Polen ist nicht dabei. Warum auch immer. Und die können jetzt auch nicht mehr mit dazu. Weil der Kriegsstand viel zu. Negativ ist für Böhm. Ja. Tja, mit irgendwem haben sie Frieden geschlossen. Aber mit dem beiden. Auch wenn das mit denen nicht mehr so lange hält. Also, unseres. Das mit mir und Böhm. Dann wäre es mit Österreich ja wieder ein bisschen besser. Das wäre ja auch nicht so verkehrt. Ich kann eine Kanone bauen. Das mache ich auch. Und ich mache jetzt erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal.